Hallo, meine pelzigen Freunde, zu einem neuen Video von mir, eurem Nalon. Hey ho! Ja, wenn ihr euch wundert, warum ihr jetzt nicht so eine normale Folge bekommt, wie sonst auch in Minecraft. Ich hatte schon die erste Folge aufgenommen, nur die ist dann kaputt gegangen. Und konnte ich nicht mehr retten, also habe ich einfach weitergespielt, weil ich es zu spät bemerkt habe. Und ja, was machen wir hier? Da hinten läuft ein Wolf. Der tötet Füchse, Arschloch, ich bin ein Fuchs. Auf jeden Fall, hier kommt das Haus. Hier plane ich das Haus mit Cobblestone, wird aber später alles zu Bricks abgeändert. Da unten ist meine Mine, ich tue gerade Bricks machen. Hier ist, was wir schon alles besitzen. Ist nicht allzu viel. Oh, das sind noch 16 Fackeln, die nehme ich noch mit. 32 jetzt. Und ja, so lange wird die Folge jetzt heute auch nicht. Wir gehen jetzt ein bisschen runter auf die Ebene. Mit in der Aufnahme ist noch der liebe Lucky Fox. Da kam die Antwort ein bisschen spät. Auch egal, runter auf Höhe 11 und direkt Dias holen. Auch wenn ich noch die beste Eisenspitzhacke habe, aber die werden wir auch noch finden. Irgendwo wird es hier schon Eisen geben. Ich weiß gar nicht, auf welcher Höhe optimal Eisen spawnt. Hier haben wir direkt Gold. Fickt euch. Ich brauche Eisen. Hier ist noch mehr Gold. Wollt ihr mich verarschen? Okay, bevor wir hier weitermachen, ich brauche dringend eine Eisenspitzhacke. Und nicht wundern, wenn hier manche Sachen anders aussehen. Ich habe ein Texture Pack, wodurch das Spiel so ein bisschen anders aussieht. Grundsätzlich ist es gleich, aber mit ein paar anderen Texturen. Beim Crafting Table sieht man das, glaube ich, gut gleich. So, ein langer Weg braucht doch nur Eisen für Dias. Hier kann man es, glaube ich, gut sehen am Crafting Table. Wichtigstes Zeug erstmal weglegen. Holz. Holz brauche ich, das brauche ich. Das kann ich noch gebrauchen und ich nehme mal süße Beeren mit. Vielleicht sehen wir ja auch einen Fuchs auf dem Weg. Gibt es hier irgendwo eine Höhle? Da oben ist Kohle. Die nehme ich mir auf jeden Fall mit. Später. Ich sag euch, später kommt da ein Tunnel. Ein schöner, schöner Tunnel durch den Berg. Dass man nicht außen rumlaufen muss. Gibt's auch irgendwo in der Nähe ein Dorf, habe ich gesehen. Hab mich dann aber nicht mehr nach. Bin dann nicht mehr richtig nach Hause gekommen und bin irgendwie wieder hier aufgetaucht. Wirklich, bin quer durch halb Minecraft gelaufen für den Scheiß. Ich merke mir auch nie die Himmelsrichtung. Ich bin zu dumm dafür. So. Ach, und wenn ihr die Folge seht, am Montag wird es wahrscheinlich einen Stream, Minecraft-Stream geben. Ich arbeite jetzt mit einem neuen Stream-Programm. Jeder, der den Stream von gestern gesehen hat, der weiß, wie scheiße das war. Ich hoffe, mit dem Stream läuft es eindeutig besser. Hab ihm auch mehr FPS und alles gegeben. Also, morgen werden wir es testen. Wenn es nicht klappt, dann wird der Stream sehr kurz. Wenn es klappt, spielen wir vielleicht mal ein paar Stunden Minecraft. Oh, gibt's hier keine scheiß Höhle? Ich gerne, dabei haben wir 16.51 Uhr. Und tu so, als hätten wir 3 Uhr nachts, wo ich das aufnehme. Ich komme ich doch nie wieder raus. Und dann ist hier unten noch niemals was, oder? Ihr wollt mich doch verarschen. Diese Höhle ist ja kompletter Nonsinn. Ich hoffe, dass Case. Ach nee, Caves and Cliffs kommt ja erst nächstes Jahr. Ach, ich doch. Ich hoffe, dass Caves and Cliffs Update bringt halt. Macht halt wirklich die Höhlen besser, weil das da ist eine grauenvolle Höhle. Da ist etwas unter Wasser. Ich brauche was zu essen. Ja. Fragt einfach nicht warum. Mir war langweilig.
Ich musste den Baum entrinden. Ist das Eisen? Tatsächlich, Eisenohr ist jetzt weiß. Und der Creeper sieht aus, als hätte der Schuppen. Creeper, ich weiß nicht, aber ich kann dich irgendwie nicht so ernst nehmen. Monsterjäger. Muss mal ganz schnell hier raus. Ganz schnell mal hinter dem Baum und vollfressen. Und vielleicht nicht jeden Baum entrinden. Ich will nur ein bisschen Eisenohr. Ja, auch hier, die ein paar Sachen sehen ja anders aus, oder? Ich sehe jetzt nicht so viele Unterschiede, aber ihr habt es am Eisenerz gesehen. Komm, regeneriere dich. Nicht halbes Herz, volles Herz. Ach, das regeneriert über Zeit. Das ist doch... Boah, deine Kleidung wurde auch nochmal geupdatet, Zombie, hä? Richtig zerfetzt ist der Scheiß. Oh. Zombie und Skelett haben sich anscheinend geprügelt. Das finde ich gut. Da ist noch mehr Eisen. Meine Katze prügelt sich anscheinend mit meiner Mutter gerade. Wie? Ja. Ich habe nur gesehen, dass die Whiskas-Packung im... Ich hab gedacht, die war leer. Ja, die haben die leer gemacht. Nee, ich dachte, die hast du da hingelegt, damit die damit spielen können oder sowas. Nein, sorry. Katzen spielen mit dem unterschiedlichsten Müll. So viel Iron. Ja, ich nenn's Iron, lass mich. Iron, gib mir mein Iron. Hashtag Iron. So, wir nehmen jetzt 7 Minuten auf. Oder gefühlt sind es erst 10 Sekunden. Wenn man sowas spielt, verliert man so schnell das Zeitgefühl. Was ist eigentlich hier oben drin? Da ist noch mehr. Hier ist überall Iron. Viel Eisen überall. Nehmen wir das Iron Ore mit. Und ja, ich weiß, man kann auf Deutsch spielen, aber das ist wieder komplizierter mit den ganzen Verzauberungen. Weil wenn man sich Guides anschaut, was das Beste ist, Enchantment sind sie ja meistens auf Englisch. Deutsch. Vielleicht Angst, hier die Höhle weiter runter zu gehen. Das Eisen. Ich traue der ganzen Sache nur nicht richtig. Hier baue ich zu, habe ich nur noch zwei weitere Wege, wo Gemeine kommen können. Da kann nichts durchkommen, außer ein Baby-Zombie. So geht nur da und da hinten steht ein Creeper. Fick dich, warum muss es unbedingt ein fucking Creeper sein? Es hätte von mir aus alles andere sein können, aber ein Creeper... Warum unbedingt ein Creeper? Oh, das Skelett bewegt sich langsam in meine Richtung. Kein Bock darauf. Nein. So,
Abgehakt, da unten gibt's nichts mehr, fertig. Da ist ja noch ein weiterer Weg, aber ich sag nee. Ein Stack Eisen nehme ich mit und dann halt. Ich kann doch hier ein Crafting Table aufbauen. Schmelze mir das direkt zu einer Rüstung. Kann mir die auch mal anschauen. Wie lange halten Kohleblöcke? Weiß das. Ach, ich kann ja nicht fragen. Oder Elias, weißt du, wie lange so ein Kohleblock im Ofen hält? Ich hoffe, der hält lange, weil ansonsten habe ich Kohle jetzt richtig verschwendet. Ja, der. Okay, zwei Erze kann er durchschmelzen, mindestens. Oder geht noch mehr? Heute sage ich mal 30 Minuten Folge, freut euch. Die darf ich auch nur dann. Die werde ich aber auch dann uncut hochladen. Weil ich habe einen neuen PC, da muss ich mich wieder anmelden. Und das ist im Moment noch sehr problematisch. Da brauche ich meine Ruhe für. Und uncut ist sowieso etwas besser. Ist schneller zu produzieren, denn ich hätte sowieso in der Zukunft mehr streamen als wirklich Videos machen für euch. Also seid am Montag dabei. Wir werden wahrscheinlich so gegen 20 Uhr bis 23 Uhr oder so streamen, würde ich sagen. Vielleicht auch länger. Also ich sag, seid dabei. Oder ihr verpasst das. Das traurig wäre, dann würde ich mich wundern, wo sind meine ganzen Zuschauer? Hui, Eisenhelm. Gestern 4 Leute im Stream. Hätte mir mehr erwartet. Luna! Meine scheiß Katze räumt dir meine ganze Wohnung um. Katze, könntest du es sein lassen? Wo gehe ich denn entlang? Ich habe noch niemals eine Waffe richtig. Ich habe keine richtige Waffe. Ich bin ungeschützt. Aber da oben ist Kohle. Kohle, genau. Das ist Kohle. Eisenerz ist ab sofort Kohle. Aha. Ich bin auch wieder heute hohl. Hier ist eine Schlucht. Ich glaube, so schnell komme ich hier doch nicht raus. Denn wo es Schlucht gibt, gibt es auch Dias. Wo es Dias gibt, gibt es auch mich. Ihr wisst, was ich meine. Ich bin da, wo Dias sind. Da halte ich mich gerne auf. Luna, was los? Jetzt kommt meine Katze hin. Sag mal Hallo zu den Zuschauern. Katze, schnurr doch wenigstens ins Mikrofon. Du setz dich jetzt... Nein, mit der Hand spiel... Ich hab ein pelziges Arsch im Gesicht, scheiße. Luna, du setz dich jetzt nicht auf meinen Arm. Das ist jetzt nicht dein Ernst, Katze. Das machst du jetzt nicht. Hör auf mich zu kitzeln. Katze, wirklich? Wirklich? Nein. Und sie sitzt auf meinem Arm. Und es kitzelt wie Sau. Wie das ganze Fell. Öffne ich doch den Zellen. Jetzt läuft die noch schön. Nein, du sollst den Chat nicht öffnen, Katze. Jesus fucking Christ, Cat. Stop the shit. Really, stop it. Oh, Backe. Ich komme hier mal tiefer, jetzt auf Lava Layer schon. Von wo komme ich? Von hier, ne? Ich verlaufe mich doch safe hier drin. Von wo komme ich? Ne, von hier komme ich gar nicht, oder? Ich komme von da oben. Jetzt mal die ganzen Wege wiederfinden. Was ist das denn? Hello? Hello, hello, hello.
Somebody here. Hä, von wo komme ich dann? Ach, von hier oben. Ja, Leute. Ich habe die Orientierung gesehen eines Backfisches. Jetzt lang gehen. Ich das Wasser. Wieso habe ich das Wasser nicht weggemacht? Wasser. Ich hasse Wasser. 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 Oh, das Eisen. Oh nein, ich sehe Sand. Ich muss es dann tun, aber wahrscheinlich tue ich da mich selbst umbringen. Ich wollte es gerade sagen. Oh nein, Wasser, Wasser, Wasser. Wheelie Game. Wheelie! Das Wasser da weg. Hier nur mein Eisen. Ja, 16 Minuten sind ja noch gut dabei. Wieso habe ich gesagt, dass hier eine. Oh, warte. Ich muss zurück. Wo habe ich mein Lager aufgebaut? Da hinten. Der ist ja immer noch am Schmelzen. Kohleblöcke sind voll geil. Komm, Schild gebe ich auch noch hinterher. Und nimm das stattdessen in die Offhand. Kann ich nämlich ab sofort blocken. Wenn wir gerade schon hierbei sind, dann werden sich natürlich auch die Eisentools gegönnt, ne? Und eine Schere, die brauche ich später für Deko-Sachen. Denn das Haus werde ich wahrscheinlich off-cam bauen, weil das ist ein Gefummel von Deko-Zeug und Co. Da habt ihr meine kleine Ratte gesehen. Du, alle Ratte, du. Willst du irgendwas den Zuschauern sagen, Katze? Nein? Jetzt bist du wieder still. Und klärt das nur über mich. Maus. Ich muss an meine Maus. Meine Katze klaut meine Maus. Katze, du liegst ja echt das blöd. Ich muss auf W und Co. Jesus fucking Christ. Ach so, alle Lebensmittel im Minecraft essen. Wie sehe ich aus? Fucking Notch. Ich bin noch nicht fucking Notch. Wo kann ich sehen, wie viele Meter ich schon gelaufen bin? Gibt die doch bestimmt. Ja. Flame. Quimbit. Hä? Okay. Swim. Ja, ich bin halt. Walking. Ich bin schon 4,77 Kilometer gelaufen. Mods. You killed one zombie. You have need been killed by zombie. Zwei. Hier kann ich schon sehen, wie oft ich von Tieren getötet wurde. Geil. Und Items. Wie oft sind schon Steinschaufel, 9 mal zerbrochen, 40 Beeren, 0 Wolle, 45 Pflanzen abgebaut, 336 Steine, 28 Andesit, 2 Zuckerrohr, 1 Oakleaf, 42
Hier Kohleerze, 61 Clay, 6 Fackeln, 19 Samen, ein Pilz, 10 Blumen, ein Sand, 2 Gras, 12 Kürbisse, eine Kürbislaterne, Granit 39, 33 Fahnen, ein Smoker oder wie auch immer, Cobblestone, 67, 15 Oak, nee, Spruce, ein Crafting Tape. Die Liste hört ja gar nicht mehr auf. Das sind alle Items, die man finden kann, oder was? Pickup aufgehoben. Item. Okay, wenn ich W drücke, öffnet sich das hier. Schließ den Scheiß mal. Hä? Spiel? Save and quit. Ich glaube, wir haben kleine technische Probleme, Leute. Ich kann gerade nicht W drücken. Irgendwie. Ei. Jetzt funktioniert die S-Taste nicht mehr. Jetzt funktioniert es nicht mehr. Weil es jetzt das hier aufruft. Okay. Schließ das bitte. Luna, haben wir leichte technische Probleme hier. Und es leckt wie Sau auf einmal wieder. Kommst du gerade auf irgendein. Oh, ja, kein Wunder, du kommst auf die zweite Tastatur. Ja, ich muss mit zwei Tastaturen spielen, weil ich auf einem Laptop spiele, wo die Tasten wie F1 bis F12 nicht für Maike funktionieren. Und du hast natürlich auf den ganzen Tasten gelegen, ne? Hör auf, mich abzuschlecken, Maus. Das T-Shirt ist dreckig. Nein, hör auf. Ja, meine Katze schlägt mich gerade ab. Please help me. Ich sag auch, ich beende die Folge hier. Macht's gut. Und wartet. Scheiße, Intro verkackt. Bleibt flauschig.